Ich darf Sie begrüßen zu dieser Veranstaltung zur 5. Herbsttagung des Zentrums für Agrarwissenschaften der Bodenkultur. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich kann Ihnen auch sagen, wir erwarten noch weitere Gäste im Laufe des Tages. Also es wird sich noch ein bisschen füllen. Wir haben doch sehr viele Anmeldungen bekommen. Das freut uns natürlich ganz außerordentlich. Ich habe gesehen, es sind sehr viele anwesend da von unterschiedlichen Einrichtungen, von sehr wichtigen Einrichtungen. Wir freuen uns auch darüber ganz sehr, dass diese Veranstaltung auch von außen so wahrgenommen wird und nicht nur in die Bodenkultur selber hineinwirkt. Auch dort haben wir viele Anwesende, die aus der Bodenkultur kommen, auch einige Studenten, aber ich bin mir auch sicher, das wird sich auch ein bisschen noch füllen. Ich möchte ganz kurz nur zwei namentlich begrüßen, und zwar möchte ich Herrn Diplom-Ingenieur Astl begrüßen, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich. Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und ich möchte Frau Diplom-Ingenieurin Leonhard begrüßen von der AGES. Und zwar möchte ich diese beiden begrüßen stellvertretend als Beirat oder Beirätin des Zentrums für Agrarwissenschaften. Wir werden im Anschluss an diese Tagung heute dann noch eine Beiratssitzung haben und wir freuen uns ganz außerordentlich, dass Sie auch die Gelegenheit schon ergriffen haben, an dieser Herbsttagung heute hier zu diesem Zeitpunkt schon Zeit zu nehmen. Also herzlich willkommen, stellvertretend Sie beide begrüßt für alle, herzlich willkommen. Das Thema unserer heutigen Tagung ist Boden und Landwirtschaft, Ökonomie, Ökologie und soziale Ansprüche. Wir haben ein Thema gewählt, was, wie Sie alle wissen, im Jahr des Bodens natürlich kein unübliches Thema ist. Aber ich möchte auch ganz direkt sagen, die Bodenkultur, die Universität für Bodenkultur und dann natürlich auch das Zentrum für Agrarwissenschaften kann und soll natürlich an einem solchen Thema in einem solchen Jahr auch nicht vorbeigehen. Und ich denke, sie kann das auch gar nicht. Wir haben eine ganz maßgebliche Bodenforschung. Und die Bodenforschung, wie Sie sich alle sehr gut vorstellen können, oder das Analysieren, das Umgehen mit Boden ist natürlich auch eine der ganz zentralen Fragen für die Landwirtschaft. Also aus diesem Grund haben wir dieses Thema sehr gerne aufgegriffen und auch in den Mittelpunkt unserer heutigen Tagung gestellt. Und ich kann Ihnen aber gleich sagen, und ich hoffe, dass uns das gelungen ist, Sie mögen es dann beurteilen, wir haben uns sehr stark Mühe gegeben, dass diese Veranstaltung sich sozusagen abgrenzt, aber nochmal etwas Neues bringt zu diesen vielen Veranstaltungen, die zum Thema Boden in diesem Jahr schon gehalten worden sind. Also wir hoffen, dass uns das gelungen ist. Wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das gelungen ist, aber Sie mögen das beurteilen im Laufe der Veranstaltung. Ich möchte Ihnen ganz kurz einen Einblick in die Struktur dieser Veranstaltung geben. Wir machen das immer so oder wir gestalten das so, dass wir viel von dem präsentieren, was an der Bodenkultur geforscht wird. Also Sie werden einige Redner und Rednerinnen heute hören, die an der Bodenkultur forschen und auch das vorstellen, was an der Bodenkultur passiert. Und damit auch das noch ganz kurz angemerkt, damit es auch nicht zu trocken wird, sondern wir Ihnen noch einen tieferen Einblick in die Bodenforschung an der Bodenkultur geben, haben wir auch Führungen entsprechend durch die Bodenlabore vorbereitet. Frau Zechmeister Boltenstern und ihre Kollegin haben uns da drin sehr stark unterstützt und organisieren das. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, das ist ein neuer Aspekt, der diesmal erstmals bei dieser Tagung ist, dass wir Ihnen auch aktiv Einblick geben wollen in die Forschung an der Bodenkultur. Also es gibt diese Führung, falls jetzt im Laufe dieses Tages noch jemand Lust bekommt, dort auch noch dran teilzunehmen. Wir haben schon recht viele Anmeldungen, also diese Führungen werden auf jeden Fall stattfinden. Sie werden sehr erfolgreich stattfinden, weil wir wirklich gemerkt haben, dass ein sehr großes Interesse daran besteht. Aber falls der eine oder andere auch noch Lust bekommen hätte, Sie können sich selbstverständlich dort auch noch eintragen oder dann teilnehmen. Ich werde das aber nochmal gesondert ankündigen. So viel zur Innenpräsentation. Wir haben dann auch jemanden natürlich von auswärts eingeladen, Frau Kate Showers. Ich werde sie dann im Laufe des Vortrages sozusagen dann nochmal spezifisch vorstellen, aber das ist ein weiterer Aspekt dieser Tagung, dass wir sozusagen nicht nur im Bereich der Bodenkultur selber bleiben wollen, sondern uns natürlich auch kritisch hinterfragen wollen und Themen von außerhalb einbringen werden. Und nachdem Kate Showers aus den Vereinigten Staaten kommt, aus Kanada, wo sie aktuell wohnt und Englisch spricht, haben wir auch
das ist auch etwas Neues, diesmal ein Teil der Veranstaltung englischsprachig gestaltet, also ein Teil der Vorträge, auch damit die Diskussion sich besser integriert, wird ein Teil der Vorträge auf Englisch sein. Aber wir werden beginnen jetzt mit zwei deutschen Vorträgen, die werden insbesondere die Bodenforschung an der Bodenkultur vorstellen, also genau auch neben den Führungen nochmal sehr tief Einblick geben, was passiert insgesamt, wie schaut es auch insbesondere im Forschungsbereich aus. Und an dieser Stelle freue ich mich ganz besonders, dass der Rektor der Universität für Bodenkultur, Martin Gerzerbeck, heute bei der Veranstaltung anwesend ist und gleichzeitig hier noch einen kurzen Vortrag halten wird. Und Martin, ich würde dir gerne das Wort übergeben.